Seid gegrüßt, liebe Ragnarok-Fans, und willkommen zu Ragnarok Online Season 2 natürlich. Ja, das ist jetzt die dritte Aufnahme, die ich jetzt hier versuche zu starten, weil der Server schmiert ganze Zeit ab. Ne? Ob ich aufnehme oder nicht aufnehme, der Server schmiert ganze Zeit ab. Was heißt der Server? Ich schmier irgendwie ab. Der Server ist noch immer online. Heute ist irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht viel zu viele Leute. Es ist Donnerstag, das ist nicht mal WoE-Time. Ich weiß nicht, was los ist, aber das Problem hatte ich auch im Livestream. Ne? Dass mittendrin einfach mal die Verbindung weg ist. Ne? Zu lange Wartezeiten und dann connecten die mich selber direkt raus. Woran es liegt, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, ne? Einfach mal Bescheid sagen, jetzt kommt mir nicht mit schlechter Leitung. Ich habe VDSL, mein Ping stimmt, ich spiele auch andere Spiele auf voller Auflösung etc. Und ja, da funktioniert alles. Ne? Hier funktioniert es irgendwie nicht und das macht auch das ganze Spiel nicht ja, sag ich mal, schön, weil ich wollte hier gerade mal ein bisschen statten, ne? Ich klicke auf die 2, zack, 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 zack. Und das macht er es einfach nicht. Und stellt mal vor, ich mache das so 10 Mal und denke so, ich habe es jetzt einmal geschafft und auf einmal haut er mir alles hier auf Decks. Sowas kann passieren, ne? Nun gut, egal. Back to topic. Wir sind ja jetzt endlich mal wieder Novize. Juhu, wieder von neu anfangen, würde ich mal sagen. Ja, ein kleiner Hinweis, den ihr euch auf jeden Fall merken sollt. Und zwar, wenn ihr hier diese Wiedergeburt-Quest macht, macht die bitte so, dass ihr euch auf jeden Fall noch einen Charakter bzw. noch einen Account irgendwie nebendran habt oder halt einen guten Kollegen oder sonst was, der euch später, wenn ihr Level 1-1 seid, wie ich jetzt, mal ein bisschen Zenis geben kann oder halt Pots, denn ihr kommt nicht auf euren Storage drauf, weil ihr noch nicht Base Job Level 6 habt. Wenn ihr Job Level 6 habt, könnt ihr auf das Storage zugreifen, aber auch nur dann, wenn ihr natürlich auch genügend Zenis habt. Ne? Das ist halt so ein kleines ja, Werk von den Machern hier. Die wollen uns ein bisschen ärgern. Ja, auf jeden Fall braucht ihr, sonst könnt ihr nicht. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, die Viecher hier auf dieser Map ohne Waffe, ohne nix hauen, denn ich komme nicht auf mein Storage drauf. Das hier konnte ich mir noch gerade noch so von meinem einen Account auf den anderen Account hier rüber machen. Das hatte ich noch, weil sonst habe ich nur Waffen, die zu groß sind. Mit groß meine ich zu hohes Level. Und dann bringt mir das auch nichts. Nun gut, das machen wir heute. Auf jeden Fall werden wir uns mal ein bisschen beschäftigen, dass wir mal hier ein bisschen Level, ne, ein bisschen ein paar Levelchen machen nebenbei. Und dann werde ich mir aber langsam aber sicher mal ein bisschen Gedanken machen, wie dieser Char später sein wird. Ob das ein WoE-Char sein wird, glaube ich eher nicht. Aber eher in diese MVP-Richtung. Und dann muss ich mir auch mal ein bisschen, soll ich mal alles zurecht machen, beziehungsweise auch alles zurecht lesen. Denn, ja, ich will auf jeden Fall keinen verskillten Char haben. So gut kenne ich mich natürlich auch nicht mit den Ranger aus, ne? Weil, wie gesagt, ich spiele den jetzt zum ersten Mal. Ist halt die Season 2. Mein Main-Char ist Cynix, beziehungsweise ein GX. Und ja, deswegen ist ein neuer Versuch hier und dann werden wir auf jeden Fall uns das Ganze mal hier anschauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe mal, der Server schmiert nicht ab, denn sonst habe ich keinen Bock mehr. Und dann werde ich diese Aufnahme in, ja, in einer Woche nochmal starten. Ne? Das ist halt so. Im Livestream war das auch das Problem, dass mittendrin einfach diese Zeitverschiebung-Sachen waren. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Fakt ist, das nervt schon. So, ich mach mal hier ein bisschen Decks rein, denn ich triff die Viecher irgendwie nicht. So, 10 denke ich mal passt. Später könnte ich hier nochmal ein bisschen resetten, denn man hat schon die Chance, nochmal ein bisschen zu resetten das Ganze. Also so machtlos ist man hier im Spiel doch nicht. Das ist nicht so wie damals, ne, vor 120 Jahren ist es halt nicht. So, machen wir hier ein bisschen Agi. Stärke muss ich mir überlegen, wie viel Stärke da machen werde. Vielleicht gar keine, muss ich mir überlegen. Denn manche machen Stärke wegen White, aber scheiß mal auf White. Denn das Gewicht kannst du dir durch diese Gimpässe auch holen. Von daher ist das Wayne. So, wie sieht der Plan aus? Ganz einfach, ohne Waffe, nur mit Portion hier rumzurennen. Red Portionen. Und ich hoffe mal, dass ich das auch hier gebacken kriege. So. Das läuft bis jetzt eigentlich reibungslos. Keine Zeitverschiebung, sonst was. Aber ich muss die Viecher treffen. Na, ich glaube, das ist keine gute Map hier. Nee. Ich glaube, ich müsste mal nach Geffen. Zu Porings oder so, ne? Nee, die sind zu stark hier. Beziehungsweise, was heißt zu stark? Ich treffe sie einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Levelgebiet. Ich gehe mal erstmal zu den Porings. Zu den guten alten Porings. Kennt man ja. Die werde ich jetzt mal besuchen. Apropos Porings. Das ist ja ein gutes Stichwort. Ich werde wahrscheinlich Dezember öfters mal Ragnarok-Folgen rausbringen.
mit paar kleinen Gewinnspielen, ne? Mal gucken, was. Beziehungsweise auch vielleicht ab und zu mal auch einen Livestream starten wieder mit Ragnarok. Zurzeit mache ich ja nur Nintendo-Sachen. Aber das Ganze mit Livestream und, ne, Livestream ist immer, sag ich mal, etwas Tick geiler, finde ich. Denn da, hat man, sag ich mal, alles live, ne? Wie der Livestream so sich nennt. Und des Weiteren habe ich ja das ganz am Anfang gemacht. War eigentlich ganz okay. Immer so zwischen 15 und 20 Besucher. Fand ich eigentlich immer wieder lustig. Bei meiner Nintendo-Sache ist das wieder so 30 bis 40, 50 Besuchern. Deswegen wäre es eigentlich schade, wenn da zu wenige sind. Denn ich möchte halt die Menschenmenge unterhalten. Nicht mich selber. Deswegen würde ich mich freuen, wenn auch zahlreiche auch vorbeischauen, ne? Wann genau das Ganze stattfinden wird, werde ich natürlich auf meinem YouTube-Kanal auch posten mit einem Video etc. Oh, hier wird es jetzt hängen, glaube ich, alles. Ah, doch nicht, es läuft. Ja, auf jeden Fall werde ich mich da ein bisschen fixieren, ne? Natürlich sollen auch viele gucken, wenn sich das nicht lohnt und es gucken nur ein paar Leute, dann mache ich das einfach nicht, weil es bringt mir einfach nicht, denn ich habe halt auch andere Projekte am Start und da warten die Leute darauf, dass ich das streame auf meinem Livestream-Kanal. Ich würde gerne Ragnarok auch ab und zu mal zeigen, ne? Es gibt viele Leute, die da Interesse haben, aber wiederum viele wissen davon nichts und deswegen wäre es nicht schlecht, wenn man das ab und zu mal auch teilt, etc. Und so mehr Leute es gucken, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich das auch in meinen Streamplan, also Livestreamplan auch reinhaue, ne? So, wo wollte ich denn überhaupt jetzt hin? Geffen, genau. Gehen wir mal nach Geffen. Na, das hat halt alles mit so, ja, mit der Beliebtheit zu tun. Ja, Ragnarok ist ja schon, sag ich mal, ein altes Kaliber. Das ist jetzt kein Main-Game, wo jetzt, sag ich mal, viele drauf Lust haben oder sonst was. Und dennoch, wie gesagt, die Option ist da. Wenn viele gucken und viele sich bereit erklären, ja klar, besuche ich mal ab und zu mal. Warum nicht? Bin ich auch dabei. Ist ja kein Problem. Natürlich alles mit Facecam, wie immer, ne? Facecam kennen die meisten Leute hier bei Livestream, die mich jetzt eigentlich jedes Wochenende gibt es eigentlich bei mir, in meinem Livestream, auf Twitch TV Livestream, also jedes Wochenende, Freitag und Samstag, ab circa, oh, 18, 19 Uhr geht's dann richtig los. Deswegen, ihr könnt auch einfach so mal vorbeischauen, ist ja auch nicht verkehrt, spiel halt Nintendo-Sachen, wie Pokémon etc. Ragnarok wäre auch auf jeden Fall sehr nett, aber da brauche ich halt auch die Menge, die es auch zu, ja, sich anschauen möchten, ne, ist ja klar. Gut, back to topic, wir werden uns mal ein bisschen fixieren mit unseren Char hier, wir werden unsere Porings hier mal, oder das Ding wäre auch nicht so schlecht. Boah, ich muss mich hier permanent potten, glaube ich. Yes. Sehr schön. Ich habe normal einen Premium-Account, ne. Keine Bubblegums, wie man schon gesehen hat. Oder halt irgendwas mit Booster oder sonst was. Ne, jetzt erstmal nicht. Werde ich mir wahrscheinlich dann holen, wenn es eigentlich auch Sinn macht. Wie zum Beispiel, wenn man halt in einer Party unterwegs ist oder sonst wo. Dann macht das schon das Ganze auch Sinn mit Bubblegum. Jetzt für die Anfangslevel braucht man sowas nicht. Aber natürlich, wenn man das Kleingeld hat und sagt, oh, ich möchte doch auch im Kleinlevelbereich schnell hochgehen. Ja, haut euch einfach die Bubblegums rein oder wartet auf ein Double XP oder sonst was. Das letzte habe ich leider verpasst. Beziehungsweise wusste ich davon, aber ja, keine Zeit dafür gehabt, leider. So, komm, bum, bum, bum. So, mein Freund. Ja, es läuft jetzt flüssig, ne? Dritte Aufnahmesession hier und jetzt läuft's flüssig. Alle gute Dinge sind drei und ja, es funktioniert auch. So muss das auch sein. Und nicht anders. So, blom, blom, blom. Wie gesagt, ich muss mir auch, sag ich mal, die Tage, die Wochen auch mal ein bisschen ruhig Gedanken machen, wie ich das Ganze hier gestalten werde. Mit meinen super Heinovizen. Später wird er halt Sniper, dann Ranger. Und dann muss ich schon mal schauen, wie das Ganze aussehen wird, ne? Weil, wie gesagt, Sniper geht noch gerade so, dass ich ungefähr weiß, was ich machen kann. Ranger hört da schon auf, denn Ranger nie gespielt. Sniper früher mal gespielt, vor 7 Jahren oder so. Keine Ahnung, das ist schon eine Arschlange her. Ja, ist halt so eine Sache. Aber mein letzter Sniper war so ein Crit-Sniper. Das kann ich, da kann ich mich gut dran erinnern. Er hat einfach nur die ganze Zeit gekrittet. So ein Irrer. Und plus mit seinem Falken da rumgeraged. Also, der war nicht mal so schlecht. So, Job Level 7. Das heißt schon mal, ich kann meinen Storage aufmachen. Das ist ja schon mal sehr praktisch für mich. Gleich, wenn ich sterbe oder sonst was, wird's direkt aufgemacht. Aber davor muss ich das erstmal alles skillen, ne? Ist ja klar. So. Ich überlege gerade was.
Ich überlege gerade was. Nee, das haut nicht hin, Ich überlege, ob ich auf einem anderen Account vielleicht einen gleich hohen Char habe. Dann könnte ich den mal so nebenbei ziehen ein bisschen. Aber habe ich leider nicht. Ja, leider haben sich in der letzten bzw. vorletzten Folge habe ich mal gefragt, ob jemand Endless Tower Party Bock hat oder sonst was. Haben sich leider keine gemeldet. Viele haben was anderes gepostet, dass sie gerne wieder Ragnarok Parts sehen möchten, ne? Sich drauf freuen etc. Finde ich richtig schön, sowas zu hören. Denn sowas ist ein Feedback, ne? Und dann weiß ich Bescheid, okay, das Projekt wird gemocht, dann wird das auch gemacht. Wenn kein Feedback da ist, dann heißt das für mich so, jo. Hast halt gemacht, aber keine Reaktion, also kannst du auch ja in 4 Wochen mal wieder ein Part rausbringen, ne? Ist ja halt logisch. Deswegen, ja, wie gesagt, das mit Endless Tower steht noch fest. Natürlich wird das nicht mit diesem Char hier gemacht, sondern halt mit meinem GX, Main Char GX. Und da können wir richtig rocken eigentlich, ne? Steht wie gesagt noch in, nicht in trockenen Tüchern, ne? Aber wenn jemand Bock hat, soll er sich einfach unter dem Video hier melden, ne? Ich denke mal, die einen oder anderen sind halt in manchen Gilden unterwegs. Ich bin jetzt selber gildenlos, bleib erstmal auch gildenlos, denn ich bin jetzt auch nicht so aktiv hier im Spiel unterwegs, dass ich jetzt eine Gilde supporten kann, permanent oder sonst was. Oder helfen oder sonst was. Ja, deswegen, wenn jemand Bock hat oder sonst was, sagt so, ey, Sakati, dieses Wochenende jetzt schon eigentlich Bock oder wann hast du Zeit etc. Einfach mal unter dem Video schreiben, ich werde es gerne kommentieren, dann können wir auch einen Termin finden. Und da wird natürlich da auch eine kleine Aufnahmesession hier gemacht. Hallo Assassin. So, und dann, ja, mal schauen. So, machen wir hier mal ein paar Sachen noch. Ich will mal so ungefähr Job 10 machen. Blub, 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 blub. Eins muss ich sagen, ne, wenn man so, ich sag mal so, lange nicht spielt, dann ist man schon ein bisschen eingerostet. Muss man schon zugeben, ne. Da vergisst man das eine oder das andere. Klar, wenn man dann halt ein paar Wochen länger am Stück spielt, dann ist man voll wieder drin. Das ist das Gute bei Ragnarok. Man braucht halt nur ein paar Wochen, sage ich mal, dann ist man komplett wieder drin. Da weiß man die Marktpreise, man weiß, was gut ist, man weiß, was schlecht ist, man weiß ein paar versteckte Tricks. Und, ja. Ne, da ist man wieder up to date, aber wenn man dann halt, sag ich mal, ein paar Monate oder, ja, unregelmäßig spielt, dann ist man halt wie so ein kleiner Noob, fühlt man sich, ne? Ich bin halt jetzt Level 2,9, ja, da fühlt man sich so schon ein bisschen klein, ne? Gerne könnt ihr mich auch anschreiben, wenn ihr wollt, hier, Sakati, ich möchte dich mal gerne beim Livestream hier auch, ja, begleiten, mitleveln, ne? Könnt ihr euch mal einen Char hochziehen und sagen, so, ich möchte gerne mit dir hier mal ein bisschen rumgrinden und ein bisschen leveln. Nebenbei sehe ich mich selber, also derjenige sieht sich selber in einem Video, kann das auch gerne 1000 Leuten zeigen, ist ja kein Problem. klar, kein Problem, einfach mal Bescheid geben. Dafür ist ja eigentlich mal der Kommentar-Button da unten da, in YouTube. Und da können wir das gerne machen, ne? Das ist kein Problem, außer, was ich nicht mache, sind Teamspeak-Sachen. Das heißt, ich unterhalte mich nicht im Teamspeak mit anderen, weil der Gegenüber muss ein perfektes Mikrofon haben, beziehungsweise ein perfektes Setup. Und das selber muss auch so passen, dass er nicht zu laut ist, ich bin nicht zu leise, er ist nicht zu leise, ich bin nicht zu laut und so ein Kram. Und darauf habe ich keinen Bock. Das ist viel zu viel Aufwand. Deswegen einfach so im Spiel hier rumrennen, hat man gesehen in der zweiten Staffel, Anfangsstaffel, waren ja 4, 5 Leute unterwegs. Da habe ich das über einen Stream gemacht, Livestream. Und da habe ich mir die Leute rausgefischt und dann hat das eigentlich ganz gut geklappt. Muss man schon sagen, ne? Hat jeder was davon gehabt. Der eine hat seinen Char hochgezogen, ich habe meinen Char hochgezogen. Und das ging dann richtig ratzfatz. Zwischendurch habe ich mir sogar ein Bubblegum reingeschmissen, weil das ziemlich schnell ging, ne? So, aber ich bin jetzt auf jeden Fall Job 10. Ich werde jetzt gleich mal zu den Spores gehen. Werde da mal ein bisschen rumgrinden. Bis Level 10 Base, glaube ich, oder so ungefähr. Und dann kann ich hier auch den Change machen. Klar. Und, ja, komm. So. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich werde hier noch mal ein bisschen rumgurken, ne? Ein bisschen einfach just so fun, man. Ein bisschen nicht zu große Hektik
so ein Hektik-Part oder sonst was. Wie gesagt, gibt es denn ein neues Event ist draußen, ne? Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Wenn ich es schaffe, mache ich daraus auch ein Video. Natürlich auf der Staffel 1 dann, wo mein Assassin ist. Nicht auf dieser Staffel, denn damit jetzt Events zu machen oder irgendwelche Quests mit so einem Low-Chai ist ein bisschen schlecht als recht. Deswegen wird das Ganze auch natürlich auf meiner anderen Main-Chai gemacht. Aber ich muss mir erstmal anschauen, wie das aussieht, was man halt braucht, ne, da muss man halt immer parate Sachen haben und etc. Deswegen mal schauen, aber wenn das klappt, dann werde ich das auch auf jeden Fall mal machen. So, wir hauen hier noch ein paar Viecher, so 2-3 Stück, und dann beende ich erstmal diese Episode, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, und dann geht's halt natürlich weiter mit dem Level, ne, und so lange könnt ihr, wie gesagt, kurz Bescheid sagen, wenn ihr Bock habt, mitzureisen hier durch Ragnarok. Einfach mal Bescheid sagen. Dann machen wir das. Gut. Wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt erstmal, ne? Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part. Falls euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich um eine Bewertung sehr freuen, wie immer. Und denkt dran, es wäre machbar, halt so ein kleines Livestream mit eingebunden mit Ragnarok natürlich. Habe ich ja schon vor 2-3 Monaten gemacht, aktiv, ne? Jedes Wochenende. Nur dann bin ich umgestiegen auf Nintendo, weil halt, ja, mehr Leute zuschauen. Ragnarok ist ja halt kein Main-Projekt, deswegen, ja, wenn ihr drauf Lust habt, schreibt es einfach in den Kommentaren. Ich sammle mal ein bisschen Informationen, werte das danach aus und dann mache ich mir selber draus ein Bild. Und dann gebe ich dann frühestens im nächsten oder übernächsten Part halt eine kleine Info, wie wir da weiter vorgehen, ne? Also, ich würde dann erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, euer Sakatis.